Ich möchte als Nächsten Hosea Ratschiller bei uns begrüßen. Er ist Komiker. Er ist bekannt seit 10 Jahren als FM4-Ombudsmann, Kabarettist, preisgekrönt, Moderator in TV-Shows, auch im ORF1. Schauspieler, schreibt auch Bücher und heute spricht mit uns. Bitte. Okay, wunderschönen guten Abend. Ich bin Komiker, wie gesagt, also mein Job ist, mich lächerlich zu machen. Und ich hatte vor 4 Wochen eine Mandeloperation und bin wirklich dankbar für die Gelegenheit, vor einem Saal von Analytikern meine Angst davor, wieder auf die Bühne zu gehen, zu überwinden. Ich bin Kärntner und vom Beruf Studienabbrecher. Wobei ich mich immer selber damit tröste, Bob Dylan ist auch Studienabbrecher, Dieter Bohlen ist Absolvent. Naja, also ist gar nicht so sicher, ob die Welt automatisch eine bessere wird, wenn mehr Menschen rumlaufen mit Studienabschluss. Also ich habe nichts Gescheites gelernt, aber googeln kann ich auch und deswegen weiß ich, Hosea ist ein alttestamentarischer Prophet und Ratschiller, so heißen viele in Südtirol, getauft wurde ich aber trotzdem in Kärnten und zwar auf Andreas. Weil der Pfarrer sich nämlich geweigert hat, auf den Namen Hosea zu taufen. Das ist jüdisch, hat er gemeint, und nicht christlich. Wie er bei Jakob oder Sarah tut, ist nicht überliefert. In meinem Taufschein steht jedenfalls Andreas Ratschiller. Überall sonst steht Hosea Ratschiller. Getauft wurde ich übrigens nur, weil der Großvater meine Eltern erpresst hat, dass er sonst die finanzielle Unterstützung einstellt. Dieses ganze Bündel von Geschehen hat mich jetzt nicht direkt in die Arme der Kirche getrieben und ich gehe seither nicht mehr oft hinein, außer wenn es wirklich sehr stark hagelt. Die letzten Worte, die mein Großvater an seinen Sohn, meinen Vater, gerichtet hat, waren übrigens: meine größte Lebensleistung ist es, dass ich eine Spur weniger antisemitisch bin als mein Vater. Was der andere Opa so alles über Juden gesagt hat, möchte ich hier nicht wiederholen. Und die Oma hat so leise gesprochen, dass ich immer nur herausgehört habe, naja, ganz unschuldig werden die auch nicht gewesen sein. Die Juden haben mir damals schon leid getan, aber meine Oma habe ich lieb gehabt. Das heißt, enorme Skepsis bemächtigte sich meines 5-jährigen Leibes. Sicher war nur, Juden, was die alles tun, woran die wie sehr oder nicht schuld sind und das Umbringen von Juden, all das gehört zu meiner Heimat. Das war mir damals schon bewusst. Das war allgegenwärtig für mich als 5-Jährigen. Und später in der Unterstufe ist mir dann beigebracht worden, dass die Juden Österreichs Kultur zur Jahrhundertwende maßgeblich geprägt haben, weil der Adel das Interesse verloren hatte an Musik, Literatur und Kunst und die Juden quasi eingesprungen sind als Mäzene und Kulturschaffende. Im Geschichte-Wahlpflichtfach habe ich dann gelernt, wie in Österreich die Angst vor den Juden und ihrem angeblichen Einfluss die Gründung einer politischen Bewegung befördert hat, nämlich der christlich-sozialen. Spätestens bei der Matura war ich dann endgültig komplett auf der Seite der Juden. Wer in der WG einen 7-armigen Kerzenleuchter stehen gehabt hat, dem waren meine Sympathien sicher. Die Skepsis des 5-Jährigen ist dann immer erst wieder in meinen Körper zurückgekehrt, wenn der gelöste Sitzkreis zu späterer Stunde im Schein der Menora die Macht der Ostküste als Wurzel allen Übels entlarvt hat. Dass es die Juden gar nicht gibt, das habe ich erst während meinem Zivildienst gelernt im Altersheim der israelitischen Kultusgemeinde. Da waren schon einige unterwegs mit Streimel und allem drum und dran und die haben es auch überhaupt nicht lustig gefunden, wenn ich vorgeschlagen habe, wir sollen gemeinsam einen orthodoxen Fahrradbotendienst gründen, Beikeles. Die Frau Kirsten wiederum hat sehr darüber gelacht. Die Frau Flieger hat weniger gelacht, aber sie hat mir viel von Josef Mengele erzählt. Und eines Tages ist dann ein altes Männlein eingezogen, der Herr Ackermann. Und als er noch ein junges Männlein war, da ist eines Tages die Gestapo vor seiner Tür gestanden. Und da hat er erfahren, dass er Jude ist. Davor hat er gedacht, er ist Dreher und Simmeringer und starker Raucher. Aber offensichtlich war er Jude und offensichtlich musste er weg. Nach Peru übrigens, wo sie ganz begeistert waren von seinen Fähigkeiten als Metalldreher, die beste Zeit
in seinem Leben. Das hat mir der Herr Ackermann erzählt in seinem Altersheimzimmer und dann hat er mir seinen alten Poncho aus Peru gezeigt. Religion hat ihn nicht so interessiert, aber Zigaretten kaufen sollte ich für ihn. Über Entmenschlichung und ihre Folgen und Methoden traue ich mich hier in einer Runde von Analytikern nicht weiter herum zu fabulieren, aber wenn wir von der Angst vor dem Fremden sprechen, dann scheint es mir wichtig zu sein, also von konstruierten Identitäten, von Zuschreibungen, von Aussonderung und Diskurs oder auch Aussonderung durch Diskurs, dann kommt mir wichtig vor, festzustellen, dass es um Menschen geht, nicht um Moslems, um FPÖler oder um Flüchtlinge. Und keine Sorge, jetzt kommt keine Sonntagsrede, aber dass es Menschen gibt, die sowas wie eine Würde haben und dass die sogar alle haben, und zwar nicht, weil sie im Taufschein Andreas stehen haben oder weil sie im Gymnasium waren, sondern dass es tatsächlich etwas gibt, was alle Menschen von Geburt an gemeinsam haben und was uns allen ein Recht gibt auf Freiheit, auf Gerechtigkeit und auf Soziales, das ist ein vergleichsweise junger Gedanke. So richtig wissen wir das erst seit dem 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert werden wir jetzt lernen, dass die Menschenrechte nicht nur für Europäer gelten. Das ist leider nicht von mir, das ist von Richard David Precht, das hat er im Fernsehen gesagt bei Markus Lanz. Richard David Precht, das ist so ein bisschen der Dieter Bohlen der Philosophie. Und ich bin gar nicht sicher, ob er recht hat, weil die Menschenrechte gelten noch nicht für alle Menschen auf dieser Welt. Und wir haben jetzt die Wahl, ob wir in diesem Kampf auf der Seite von diesen Menschen stehen oder ob wir ihn verlieren. Was ich sagen will, wer für eine konstruierte Gruppe von Menschen Ansprüche auf Soziales, Freiheit oder Gerechtigkeit einschränkt, vergeht sich an den Menschenrechten und zwar an seinen eigenen. Das diskutiere ich zurzeit sehr viel mit meiner Oma, die ich noch immer sehr gern habe, obwohl sie findet, ganz unschuldig werden die Flüchtlinge auch nicht sein. Aber nach der Kirche kann man ganz gut mit ihr reden, weil da ist sie dann auch nicht mehr ganz unschuldig. Wir haben jetzt auch einen neuen Pfarrer. Er ist aus Uganda. Ob er ein Antisemit ist, weiß ich nicht. Die Taufen gehen jedenfalls immer mehr zurück. Vielleicht fehlt aber auch der Zwang der Großväter. Die sind ja alle recht früh gestorben. So Kindersoldaten werden ja nicht alt. Aber was bei uns in der Pfarre ganz genau los ist, und das auf die Feststellung lege ich großen Wert, was in unserer Pfarre wirklich genau los ist, das kann ich Ihnen unmöglich sagen, weil wie gesagt, ich gehe nur mehr in die Kirche, wenn es wirklich sehr stark hagelt. Dankeschön. Vielen Dank.